Dann erzähl mir doch mal, was machst du hier denn genau und was steht eigentlich auf deiner Visitenkarte? Ja, ich bin SAP-Consultant. Das heißt, ja, ich entwickle SAP-Produkte. Ich bin im Fachbereich Mindforms. Und wir kümmern uns um alles, ja, was Formulare angeht, eigentlich alles rund ums Papier. Wir machen ja gerade Videos für potenzielle Bewerber. Welche drei Dinge gefallen dir an MindSquare denn besonders gut? Zum einen, also was mir am ehesten aufgefallen ist, am stärksten, ist das entgegengebrachte Vertrauen von Beginn an. Ich fand es richtig cool, dass wir als vollmundig hier wahrgenommen wurden. Das heißt, wir konnten von Anfang an mithelfen, an allen Enden und Ecken anzufassen und konnten das Unternehmen mit verbessern. Wir haben Mittel in die Hand gekriegt, uns wurde ja insofern vertraut, dass wir ja, unserem Einschätzungsvermögen wurde vertraut. Das heißt, die Geschäftsführer und die Teamleiter und alle gehen davon aus, dass wir mithelfen wollen, hier was Gutes zu tun und mit anzupacken. Und dadurch hatten wir einfach ja, viele Möglichkeiten, das auch wirklich zu tun. Wir mussten uns nicht mit Bürokratie rumschlagen, um ein Buch zu bestellen zum Beispiel, und konnten halt einfach machen. Genau. Erzähl doch mal von deinem anstrengendsten Tag bei MindSquare. Das ist relativ leicht. Bei mir war es der erste Tag. Ich war direkt bei einem Kunden. Dadurch, dass vorher ein anderer Kollege ausgefallen ist, war ich alleine beim Kunden, und das war halt echt der Sprung ins kalte Wasser. Also ja, war mein erster produktiver Einsatz so, wo ich direkt voll ans Werk musste und wo ich die ganze Theorie, die ich vorher gelernt habe, an einem Tag entladen habe sozusagen. Das war sau anstrengend, aber gleichzeitig auch der Tag, wo ich wahrscheinlich am meisten gewachsen bin, weil ich direkt alle Fehler gemacht habe, die ich vorher gesagt gekriegt habe, wirst du nicht machen, aber das gehört dazu. Wem würdest du raten, bei MindSquare anzufangen? Also ich würde sagen, es lohnt sich hier zu arbeiten, also man sollte sich hier bewerben, wenn man Lust hat, wirklich so bei einem Mitmachunternehmen dabei zu sein. Wenn man Lust hat, sich wirklich, ja, wenn man Spaß daran hat, sich zu entwickeln, wenn man Spaß daran hat, Sachen zu verbessern und in so einer Unternehmenskultur auch wirklich ein Teil zu werden und überall mitzumachen. Und wem würdest du davon eher abraten? Ja, also wer wirklich auf einen 9-to-5-Job steht, das heißt morgens 9 zur Arbeit, abends 5 zurück und danach den Job ausschalten, das ist hier nicht drin. Also der Job geht über diese Arbeitszeiten hinaus bei uns, einmal dadurch, dass wir halt beim Kunden immer Verfügbarkeit haben sollen, ne? Das heißt immer, natürlich nicht immer, aber auch zu Zeiten, wo es halt sonst nicht normal ist. Und dadurch, dass wir halt auch am Unternehmen mitarbeiten und auch abends mal was zusammen machen und so. Deswegen geht es ja über dieses 9-to-5 hinaus. Ja, wer den Job abends abschalten will, der ist hier wahrscheinlich nicht richtig. Hast du viel gelernt, seit du hier arbeitest? Eine ganze Menge, also. Erstaunlicherweise sowohl fachlich als auch persönlich, das fand ich am coolsten. Fachlich einfach durch die Zertifizierung und durch den Einsatz beim Kunden mega viel. Das ist einfach jeden Tag was Neues, jeden Tag was dazulernen und ganz viele Lessons learned. Und persönlich auch unheimlich viel, weil das ja auch Teil von unserem Trainee-Programm ist. Und ja, da werden einem oder wurden mir persönlich immer wieder neue Kanäle geöffnet, neue Perspektiven, wo ich gedacht habe, boah, krass, so habe ich das noch nie gesehen. Und wo ich mich dann halt auch persönlich weiterentwickeln konnte und ein zufriedenerer Mensch sein.